Hallo, hier ist wieder Lilliput mit einem Mod-Video. Das ist ein kleines Update zu dem letzten Mod-Video zum Terrain-Mod. Das ist ja ein Grafik-Mod, den ich euch da vorgestellt habe, wo halt einfach die Umgebung schöner aussieht, wie zum Beispiel die Felsen. Die haben viel mehr Struktur und eben auch der Boden. Da sieht man, dass das Gras und der Sand und so mehr Struktur haben, als es eigentlich vom Sims 4 Basisspiel vorgegeben ist. Und ich habe den jetzt einfach noch ein bisschen erweitert, denn auf der Seite, wo man diesen Mod runterladen kann, gibt es noch weitere Mods, die dann zum Beispiel auch die Pflanzen und die Umgebung schöner wirken lassen. Also die Bäume, Blumen, es gibt auch einen Mod, der dann die ganzen Fußbodenbelege besser aussehen lässt. Und was ich ja beim letzten Mal bemängelt habe, aber da habe ich jetzt auch die Lösung gefunden, man kann jetzt auch dieses Sprühtool benutzen. Ich zeige euch das mal. Hier ist es. Also hier haben wir zum Beispiel dieses Gras. Ja, wenn ich das jetzt sprühe, dann ist das eben auch angepasst. Das Einzige, es sieht halt nicht so aus wie auf diesen Thumbnails hier. Es sieht dann immer etwas anders aus. Na, das sieht ziemlich so aus. Aber auch diese Böden hier, schaut mal, die haben jetzt halt auch diese Struktur und sehen halt anders aus. Aber da kann man sich ja überraschen lassen und mal ein bisschen herumprobieren, was es hier so für Belege gibt. Stimmt halt immer nicht so überein, nicht immer überein mit dem Vorzeigebild. Aber ich finde die einfach so viel schöner. Es sieht so viel besser aus als das vom Spiel. Und genau, dieses Problem haben wir eben jetzt nicht mehr, dass, wenn man sprüht, dass der EA-Boden hier kommt und nicht zusammenpasst mit dem Mod eben. Dann gibt es noch einen, der die Fundamente zum Beispiel so anders aussehen lässt. Den habe ich jetzt nicht mit drin, weil ich fand das nicht so nötig. Und eben auch ein Mod, der die ganzen Bodenbelege schöner macht. Aber ich fand auch hier nicht so nötig. Ich finde eigentlich den Boden von EA schon ganz in Ordnung. Aber nur, dass ihr wisst, dass es den auch gibt. Und was ich noch installiert habe, ist ein Lightning-Mod, der eben die ganzen Lichtverhältnisse nochmal schöner macht. Die Art, wie die Sonne dann scheint und wie der Himmel aussieht und einfach, ja, die Lichtverhältnisse halt einfach sehen einfach ein bisschen besser aus mit dem Mod. Und das Schöne ist, das geht alles ohne Reshade. Wenn ihr euch keinen Reshade runterladen wollt oder euch das ein bisschen zu kompliziert ist, dann könnt ihr das einfach mit diesen Terrain-Mods machen. Ich zeige es jetzt euch nochmal. Die Seite, die werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken, damit ihr da nicht großartig suchen müsst. Es ist auf jeden Fall auf dieser Tech-Hippie-Seite und dann bei Mods. Und da sind halt diese verschiedenen, also welchen ich euch vorgestellt hatte schon in dem anderen Video. Das ist der K505-Mod, der eben das ganze Terrain und die Felsen, die, ja, die Straßen und so schöner aussehen lässt. Hier kann man das dann sehen, dass eben das Terrain anders aussieht. Der Sand, die Wiese oder auch eben solche Böden in der Umgebung sehen dann schöner aus. Also ist ja Ansichtssache, aber ich finde es schöner. Und hier habt ihr eben noch den Nature Mod, den K707 Nature Mod. Das ist der, der die Pflanzen schöner aussehen lässt. Genau, die ganze Pflanzenwelt, ne? Büsche, Bäume sehen dann ein bisschen, haben ein bisschen mehr Struktur, sieht einfach ein bisschen schöner aus. Und der K606 Mod, den habe ich jetzt nicht drin. Der hat eben andere Fundamente. Das ist dann so ähnlich wie mit dem Sprühtool, was ich euch gezeigt habe, dass das Vorzeigebild immer nicht so ganz stimmt. Aber da kann man sich ja dann auch ausprobieren. Das ist der, der eben die Bodenbelege verändert und schöner macht, verbessert. Da können wir auch mal kurz reingucken, wenn es hier Bilder gibt. Ja, hier. Also hier sehen wir Maxis und so sieht das aus mit dem Mod. Oder auch der hier wird so verändert. Aber meine Meinung ist eben, ich finde es nicht nötig bei den Bodenbelägen.
Ich finde die von EA super schön, wobei der hier mir auch sehr gut gefällt. Dann gibt es hier den K202 Mod. Das ist der, der eben das Sprühtool verbessert. Also hier können wir es aussehen, Maxis, und das ist die Veränderung mit dem Mod. Hier unten auch. Das finde ich halt sehr wichtig, wenn man den Terrain-Mod installiert hat. Dann muss man eigentlich den K202 auch mit installieren, weil sonst beißt sich das einfach. Wenn du irgendwo dann das Sprühtool verwendet hast, dann sieht der Unterschied einfach immer nicht schön aus. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie hier die Blumen weggelassen haben, weil die möchte man doch vielleicht trotzdem haben. Aber naja, man kann nicht alles haben. Hier, es sieht viel besser aus, wie ich finde. Richtig schön. Viel realistischer. Das sind, glaube ich, noch zusätzliche Untergründe, die man sich runterladen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Die habe ich jetzt auch nicht mit drin. Genauso wie das hier. Für die Lichtverhältnisse habe ich dann diesen Mod hier runtergeladen, Twinkle Toes. Genau, der halt einfach alles in schöneres Licht taucht. Dafür müsste dann hier drauf gehen. This mod is now hosted and updated here. Und dann muss man hier dem Link folgen. Und dann muss man sich den halt raussuchen. Genau, wenn ihr hier links raufklickt, müsst ihr halt den Twinkle Toes raussuchen. Oder auch, wenn ihr andere ausprobieren wollt, könnt ihr das auch tun. Aber ich habe halt den Twinkle Toes. Ich habe diesen installiert. Der ist ein bisschen größer und man muss alles einzeln dann entpacken. Ja, auch diese Seite verlinke ich euch dann unter dem Video. Dann verabschiede ich mich wieder von euch. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao!